Moin, schön, dass du auf diesem Kanal bist und dir das Video anschaust. Das Spiel heißt Nioh, ist ein japanisches Gemetzelspiel, so wie es aussieht. Ich spiele das derzeit auf der PS4, gibt es aber auch für den PC. Ich gucke mir natürlich das Tutorial an, um auch zu wissen, ob ich weiterspielen will und das Spiel selber natürlich auch, ob mir das überhaupt gefällt. Also ich habe schon etliche Spiele jetzt vorgestellt, über 250, und von denen spiele ich vielleicht 30 mal weiter. Also von daher, ne, ich habe aber noch 600 oder 700 Spiele, die ich noch nicht kenne, noch vorstellen werde. Also da kommt noch einiges auf YouTube zu. So, jetzt wollen wir mal gucken, was Nioh uns hier bringt. Ich habe gerade gesehen, es gibt auch schon Nioh 2 wohl, ne? Zumindest wurde das irgendwo zum Kauf angeboten. Oh, was ist das denn? Er hat sich aber ziemlich verändert, ne? So, ihr seht ja auch, was das ist. Nioh. Ich hätte ja auch die japanischen Symbole übersetzen können, weil ich ja so perfekt Japanisch kann. Ne, stimmt gar nicht. So, beliebige Taste drücken. So. Ich kann nur auf Weiter drücken. Ich habe das schon mal eben kurz gestartet. Da oben steht ja Nioh 2 kaufen. Aha, da kommt man zum PlayStation Store und Erweiterung kaufen. Geht man auch zum Store. Ich will keine Erweiterung. Weiter heißt jetzt da wieder hin, wo ich war. Ich habe es nämlich erstmal kurz gestartet, um die Musik auszustellen, weil es immer wieder Probleme mit Urheberrechtsansprüchen gibt und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Deswegen stelle ich bei allen Spielen die Musik gleich von vornherein aus. So, weiter. Gut, ich kann nicht anders. Aha, jetzt geht's hier. Der Tower ist eine. Gefängnis für Verräter, ein Hinrichtungsort. Die London Tower. Aha. Krähen. Gut. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt auch gelesen. Es müsste aber in ausreichender Qualität da sein. Eigentlich ist das immer HD, in dem ich streame. So. Oh, diese dunklen Dinger immer, das ist. Ich sehe nichts. Ja doch, jetzt sehe ich was. Noch ist ja das der Vorspann in Gange hier. Und das ist bestimmt Nioh, ne? Nioh, mein Nioh. Ach nee, das war ja Mio. Oh, da kommt eine. Der Tod kommt dich holen. It seems death won't stop chasing me. Aha. Der Tod ist mir mal auf den Fersen. April 1598. Hier lang. Bewege L. Amrita-Erinnerung. Schwacher Angriff, starker Angriff. Noch eine Erinnerung. Das soll nichts öffnen. Die scheint verschlossen zu sein. Machen wir mal einen schwachen Angriff. Ne, geht nicht. Machen wir mal einen starken Angriff. Und jetzt öffnen. Ich weiß nicht, was das für Symbole sind da rechts. Da sehe ich irgendwie nicht so wirklich. Ich glaube nicht, dass ich da weitermachen muss. Kann ich hier irgendwas finden vielleicht? Da kann ich nur durchhuschen. Das ist anscheinend irgendwas, was man sammeln muss. Öffnen! Wärter!
man aber auch nicht irgendwie einen Balken, was mit der Tür so los ist, ne? Kommt da nicht mal einer rein oder irgendwas? Kommt man nur mit Angriff raus? Kann man da vielleicht irgendwas machen? Er hat ja gesagt, hier lang. Wie gesagt, hier lang. Ach, so geht's zurück. Ich drück mal so ein paar Knöpfe. Ich muss mal gucken, ob das irgendwas bewirkt hier. Aha. Keine Ahnung, wenn ich da drauf drücke. Ach so, ich kann nur rauf und runter gehen. Was ist denn das hier für ein blaues Zeug da? Irgendwie unten durch oder so. Nicht gegenhauen. So, was haben wir denn noch hier? Optionen, Pfeifen? Was ist das denn hier? Die Geste oder was macht ihr da? Klatschen, verbeugen. Ja, okay, oh nein. Herausfordern. Aha. Einschüchtern? So nicht. Na, na. Okay. Das ist also die Options-Taste und die Share-Taste. Ne, da kommen wir da wieder. So, jetzt wird das wieder beides übertragen. Okay. Tja, wie kommen wir da jetzt raus? Öffnen. Muss ich gleich die richtige Stelle erwischen hier, oder was? Der wandert aber immer, das ist doch zum Kotzen. Nur da weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Da oben hoch vielleicht.
Nee, da komme ich nur zurück. Kann aber nicht klettern hier. Das ist rechts unten. Und das ist... Was ist das hier denn? Keine Ahnung, was das ist. Ich dachte, man könnte da vielleicht klettern, ne? Ja. Das ist zurückweichen. Also ich sehe hier rein gar nichts. So gerne mir das leid tut. Furchtbar. Muss ich mal ganz dicht an den Bildschirm rangehen und gucken, ob ich da irgendwas sehe. Nee. Aha. Jetzt, was zum Teufel ist R3? Neuer Versuch. Oh, was ist denn R3, verdammt? Also jetzt mal nochmal gucken, was R3 ist hier. Neuer Versuch. So, Ausrüstung. Missionsstufe 1. Options. Das ist Pause. Gegenstände. Fähigkeiten erlernen. So. Auszeichnung. Amrita. So. Ja, jetzt muss ich nur wissen, was er da, was denn R3 ist. Ich sehe den überhaupt nicht. Ah, his life has ended. Oh, da bin ich nicht der Richtige für, glaube ich, für das Spiel. Was ist R3? Was ist R3? Da muss ich aber jetzt erstmal gucken. Hier, R3, was kann denn das sein? Kann das hier die PlayStation-Taste sein? Nee, damit gehe ich ganz raus. Und das Touchpad habe ich auch schon ausprobiert. Rechts 3, das kann eigentlich nur drücken sein, der rechte.
alles Mögliche gedrückt, aber es ist nicht zu fassen. Ja, das scheint nicht so das Richtige für mich zu sein. Ne? Aber zumindest weiß man jetzt, wie man da rauskommt. So, R3, ja, das ist toll. Das hat irgendwas zu tun mit Austauschen, irgendwas, keine Ahnung. So, wenn ich R3 drücke, dann dreht sich nur die Kamera, also wenn ich da drauf drücke. Wenn ich auf Touchpad drücke, dann ist nur das. Das ist auf beiden Seiten. L1, R1. Angriffe. Aha, schwacher Angriff, starker Angriff. So, das habe ich da mal drauf gedrückt. Meine Knöpfe bewirken jetzt gar nichts. Jetzt bin ich wieder ganz raus hier. Komme ich aber nicht hin, wenn ich nicht X drücke. Individuelle Spieleinstellungen. Steuerung, da ist doch mal was. So, wo haben wir denn R3? Zielerfassung, Kamerasteuerung, Zielerfassung, R3, R1, R2. Das muss ja da drücken sein, ne? Kamera rechts. Rechts drücken, aber wie erfasse ich dann das Ziel? Ich habe da schon ein paar Mal drauf gedrückt. Verteidigung, Fernkampfverfolgeransicht. So, Typ A. Okay, wie verrückt die Knöpfe. Also. Naja, gut. So, zumindest haben wir das jetzt gesehen. Finde ich da nix. Da ist was. Ach, muss man dicht dran sein, dann kann man es öffnen. So, Stiefel nehmen. Statusmenü, kannst du Waffen ausrüsten. Statusmenü. Aha, dann bin ich jetzt da oben wieder. Erinnerung. Ausrüstung. Nahkampfwaffe 1. Fußschutz. Das machen wir mit dem Steuerkreuz jetzt. Okay. Aha. So. Verteidigungsverstärkung. Gut, aber kämpfen kann ich ja immer noch nicht. Also da müssen wir andere rein mit ihrem. Mit ihrem Können am Controller, das kann ich nicht so gut, glaube ich. So, so muss ich gucken. R2. Nee. Was auch immer das ist. Wie bin ich denn da jetzt hingekommen? Da. Gut. Kurse Options. Ist Hilfe. Gewicht deiner Ausrüstung bewirkt sich. Aha, da bin ich jetzt. Okay. Ausrüsten. So. Ausgerüstet. Da muss man erst nochmal das X drücken. Jetzt haben wir es ausgerüstet. Und jetzt kann man da zurück.
Da liegt doch aber ein Schwert. Wie kriege ich denn das jetzt? Oder sieht das nur so aus? Nee, das hängt doch, das liegt doch da. Ah, muss ich nochmal den Kreis drücken. Jetzt kann ich wieder. Nee, das war nicht der richtige. Der war das. Ausrüstung. Aha. Nee, da muss ich ja wieder das Steuerkreuz nehmen. Das haben die wieder auf andere. Nahkampfwaffe 1. Bastardschwert. Ausgerüstet 1. Zurück. War da auch noch was? Bastardschwert? Ach so, das war 1 oder 2. Ich hab's ja schon ausgerüstet. Könnte ich jetzt so oder so machen. Gut. So. So, wenn ich jetzt. Wie kriege ich denn das jetzt gezogen? Das würde ich jetzt gerne wissen. Hier komme ich ja nicht weiter. Ich muss ja da hinten hin, ne? Also muss ich jetzt wieder da. Ich weiß nicht, wie ich die Waffe ziehen soll. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Also nochmal mache ich es jetzt nicht. Das reicht mir jetzt hier an erfolglosen Versuchen. Ne? Dann beende ich jetzt mal den Stream und danke fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass es nicht so doll geworden ist, wie du vielleicht erhofft hast. Ne? Dann freue ich mich, wenn du mal wieder reinschaust. Und ich beende jetzt. Tschüss.